handwerkliche Einzelanfertigung von Barteppichen in der deutschen Romtaft-Manufaktur startet mit Aufträgen und Ideen unserer Kunden. Jede Bestellung, ob als Standardgröße oder nach Schablone, beginnt mit dem Zuschneiden des Grundgewebes. In diesem Fall aus einem Baumwollgewebe in Leinwandbindung. Die Zuschnitte werden mit Bleistift, Maßband, Zirkel oder mittels Kundenschablonen auf das Grundgewebe aufgezeichnet und ausgeschnitten. Dabei ist ein späterer Schrumpf unterschiedlich in Kett- und Schussrichtung zu berücksichtigen. Mit diesem Vorgang wird die gewünschte Größe später erreicht. Fertig zugeschnitten wird das Grundgewebe mit einem hochwertigen Köperband eingefasst und geriegelt. Zu Beginn des Taftens werden Garnkronen auf das Gatter gesteckt und die Baumwollgarne durch die Öhre der Nadeln an die Maschine geführt. Der vorbereitete Zuschnitt wird mit den Nadeln betaftet. Betaften ist ein englischer Begriff für das Anfertigen dreidimensionaler textiler Flächen mit Schlinge und Velour. Auf der oberen Seite entstehen Schlingen, auf der unteren werden diese zu einem Velour aufgeschnitten. Hier ist Präzision und Routine wichtig. Überschüssiges Garn wird aus dem Grundgewebe entfernt. Der Barteppich-Rohling geht in die Färbung. Hierfür verwenden wir Farben, die eine hohe Lichtechtheit gewährleisten. Unsere Stückfärbung in Deutschland garantiert eine hohe Waschbarkeit. Diese ermöglicht dem Kunden, die Barteppiche bis zu einer Temperatur von 95 Grad zu waschen. Während des Färbe- und Kochprozesses läuft das Grundgewebe massiv ein. Und das hat einen Grund. Das zuvor eingebrachte Garn wird durch diesen Prozess im Grundgewebe fest verankert. Nach der Färbung werden die Barteppiche mit den Urmustern auf Farbe und Warenbild überprüft. Die finale Qualitätsprüfung erfolgt bei jedem einzelnen Unikat. Die Standardgrößen gehen in unsere Lager. Die Kundenaufträge im Wunschmaß versenden wir nach der individuellen Fertigung zu unseren Fachhändlern in aller Welt.